Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing Let's Go to the City zu einem ganz besonderen Tag. Ja, heute ist zum einen Sonntag, natürlich. Und heute ist tatsächlich die Windmühle fertig. Ja, das weiß ich halt jetzt schon unfreiwillig. Ein großes Dankeschön an alle. Draconia hat nun eine eigene Windmühle, so erfrischend wie der kühle Morgenwind. Ja, ich habe gestern Abend ja, also am gestrigen Ingame-Abend, ja noch ein bisschen Blumen gegossen, ein bisschen auch Blumen umsortiert. Hatte dann halt mal wieder vor, am nächsten Tag, also heute am Sonntag, Blumen bei Nook zu kaufen und dann wieder ein bisschen mehr umzuplatzieren. Hauptsächlich halt unten die separate Insel ein bisschen gelber machen mit den Blumen. Ja, und dann habe ich jetzt heute halt direkt diese Nachricht gelesen und möchte euch jetzt natürlich direkt mitnehmen. Ich habe noch keine Ahnung, wo sie ist. Ich habe jetzt direkt aufgehört, quasi offscreen zu spielen. Und ja, bin sehr gespannt, wo sie nun steht. Da oder da wäre meine Vermutung. Ich glaube, das ist ein bisschen zu abwegig hier. Eine von den Positionen. Ich weiß es nicht. Und ich muss auch gerade mal. Die beiden quatschen dann noch. Ich mache jetzt mal Chrome zu. So, wunderbar. Vielleicht gibt mir das ein bisschen mehr Leistung hier, weil, ja. Es waren noch 5 Minuten der Upload ausstehend. Deswegen habe ich mir gedacht, gut. Die 5 Minuten lässt es noch offen, aber. Ja, Chrome zieht halt ein bisschen, ne? Okay. Ja, sonst weiß ich gar nicht, was wir heute großartig machen werden. Vielleicht einfach mal ein bisschen mit den Bewohnern reden. Und, ja. Dailies. Was auch immer da genau runterfallen mag. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht werden wir entsprechend das ein oder andere Insekt jetzt noch sehen können. Weil seltenere Insekten sollen ja jetzt kommen. Der V-Falter wäre so eine Sache. Würde ich halt gern noch sehen. Ja. Vielleicht. So. Entweder hier oder rechts. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall nicht hier. Dann gehe ich vielleicht davon aus, hier. Ja, tatsächlich. Super, da habe ich gerade ein paar Blumen hingepflanzt. Ah, so muss das sein. So, und ich glaube, wir wären auch in einer guten Position, sage ich mal. Also, in unserer Stadt könnte man, glaube ich, den Glitch ausführen, dass man hier drauf kommt. Ich bin da nicht mehr ganz drin, aber ich meine schon. Wir reden erstmal mit Turtle, würde ich sagen. Gute Neuigkeiten, Niklas. Unsere Windmühle ist endlich fertig. Ja, heute ist die Eröffnungszeremonie. Ich habe gerade ein bisschen wie Rick gesprochen aus von den Space Frogs. Ja, natürlich sind Windmühlen nicht billig, ja. Deshalb gibt es kein Geld mehr für eine Party. Das gibt's dann in New Leaf. Aber hier herumzustehen und mir zuzuhören, ist doch auch ein Riesenspaß, Sprössling. Ja. Sehe ich auch so. Hoffen wir, dass die Windmühle frischen Wind nach Draconia bringt. Ja. Ich schaff das nicht mehr. Ja, verstehe ich komplett. Ja. Ich kann es einfach nochmal gerade demonstrieren, wie es theoretisch ginge. Aber ich bin mir halt echt nicht mehr sicher, ob man da ein oder zwei Plätze brauchte. Also es geht im Endeffekt um diese Stelle hier oder auch um diese. Ich weiß gar nicht, wie es genau aussieht. Hier kann ich nämlich zum Beispiel genau kein Loch graben. Die Idee ist nämlich, dass ich mir hier quasi irgendwie ein Loch buddel. Und einer muss dann irgendwie hier die ganze Zeit. Einer muss hier stehen und der andere muss hier quasi immer wieder hin und her laufen. Oder der muss mich. Oder nee, ich muss laufen und der zweite muss quasi hier stehen und hier dann hinter mich ein Loch buddeln. Sodass das Loch quasi. Ja, Moment. Hier landen würde. Ich wäre dann quasi in diesem kleinen Bereich, kann mich da. Wenn ich mich bewege, kann ich eigentlich nicht mehr stehen und ich glitsche dann hier auf die Windmühle rauf. Das wäre der Glitch und ich glaube, dafür darf man nur ein so ein Feld haben. Wenn wir mal wie hier zwei haben, beziehungsweise hier ist halt quasi kein Feld, nur noch hier ist ein Feld. Hier ist kein Quadrat mehr. Ich glaube, das geht nicht. Ich weiß auf jeden Fall, damals in meiner alten Stadt in Köln hat es nicht funktioniert. Die werden wir auch bald besuchen, Part 200 und so, ne? Heute ist, glaube ich, Part 197, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Da können wir dann nochmal gucken, wie es da war. Aber ich meine, so müsste es theoretisch gehen. Bringt uns halt nichts, weil es gibt keinen lokalen Multiplayer und online kann ich halt leider nicht mehr spielen. Wir könnten versuchen, den Turtle zum Beispiel da drauf zu kriegen. Der muss sich dann aber halt bewegen. Ich glaube, das versuchen wir mal gerade, weil mich das interessiert, ob das so war. Man kann das auch mit jedem Bewohner natürlich machen, aber die müssen sich halt bewegen und die müssen halt auch da bleiben, ne? Das ist halt das Problem. Er müsste sich jetzt quasi ein bisschen bewegen. Nach unten. Und dann müssten wir hoffen, dass das klappt. In Draconia hat sich vieles verbessert, seit ich einst Bürgermeister wurde. Ja, sag mal, Sprössling, wie ist es eigentlich, so ein so wundersames Oberhaupt zu haben? Ja, sehr lustig. Willst du mal vielleicht nach unten laufen?
Ich will mal gucken, ob das so war. Ich bin mir halt echt nicht mehr sicher. Ich glaube, ich sollte da nicht stehen, weil sonst irritiert der sich an mir. Ja. Ich weiß halt nicht, wann er sich resettet. Wie weit ich quasi weggehen darf. Das könnten wir uns mal anschauen. Aber ich meine, ich hab ihn ja im Endeffekt gefangen da unten. Also eigentlich sollte er sich überhaupt nicht resetten. Weil sonst muss er eigentlich über so ein Loch gehen. So rein logisch gesehen. Hier sehen wir jetzt auch, was ich da gemacht habe. Ich möchte jetzt eigentlich jedes Haus hier unten mit den Hornpfeilchen, müssen sie heißen, ne? Einzäunen. Und das Ganze hier ein bisschen freier machen. Ich habe die Wege hier weggemacht, weil die sahen halt nie so wirklich geil aus. Ich habe die zwar ganz okay gefunden, aber so richtig überzeugt war ich halt nie. Und ich finde das hier so ein bisschen natürlicher schon ganz cool. Das hier mit Hosen würde ich vielleicht noch lassen, aber sonst... Ja. So, er steht immer noch da. Ja. Ich würde jetzt halt ungern ein Haus betreten. Aber an sich können wir das gerne so lassen. Und ich würde hier dann vielleicht auch so Rosen weiter drum rum pflanzen. Vielleicht auch der ganze Bereich hier. Ich weiß es noch nicht. Du musst in eine andere Richtung laufen, Kollege. Du musst nach unten laufen. Wenn es überhaupt funktionieren kann. Hätte ich mich mal informieren können, wenn ich es jetzt unbedingt rausfinden will. Naja. Also Turtle wird ja wohl noch den ganzen Tag darum stehen. Also... Solange wie der Tag halt dauert, wird auch Turtle irgendwo da unten in der Gegend sein. Das heißt, wir könnten es theoretisch immer mal wieder versuchen. Auch wenn wir jetzt halt ein Gebäude betreten und er dann halt wieder aus dieser Ecke rausgeflutscht ist. Man kann es immer mal wieder gucken. Ich weiß auch nicht, ob es mit Turtle überhaupt geht, mit einem besonderen Charakter. Ich weiß halt, dass es mit Bewohnern auf jeden Fall auch geht. Und es ist halt eine ziemlich coole Sache. Genauso wie im Look rumzuschweben oder im Museum geht das Ganze auch. Dann landet man direkt neben dem Café. Blüte, moin. Manchmal spreche ich etwas grob mit den Leuten, deswegen hören sie mir nicht gerne zu. Also, Begrüßungsfloskel. Fällt dir was ein? Eigentlich nicht. Eigentlich absolut nicht. Ey, fällt dir eine spannende Begrüßung ein? Hallo? Fällt dir eine spannende Begrüßung ein? Nein. Das ist nicht cool. Irgendwas Erwachsenes für Apollo. Keine Ahnung. Kleiner Insider. Unprofessionell. Unprofessionell, war das richtig? Ja. Na gut, unprofessionell. Das könnte klappen, Adlerauge. Ah, ich werde es an den anderen Stadtbewohnern testen. Ach, es ist halt einfach... Die wollen ihre Sprüche viel zu oft ändern. Gerade wenn man irgendwie so anstrebt, täglich zu spielen oder sowas, das ist halt so ein bisschen... Naja. Ne? Ein bisschen zu frequentiert. Ich weiß nicht mehr, ob es in New Leaf auch so krass war. Ich glaube nicht. Ich glaube, da war das ein bisschen besser gebalanced, nenne ich es mal. So, hier oben haben wir den Julian. Sprechen wir noch gerade mal mit dem. Sigrid ist auch da. Oh, Blüte, lustig, dass du auch hier bist. Verstehst du dich eigentlich gut mit Komori-Blüte? Ich habe da so eine Nachricht für ihn. Könntest du sie überbringen? Also, ja gut. Richte ihm aus, er will mit dir über Innenausstattung reden. Können wir versuchen, ob ich mir das merke. Innenausstattung. Na gut. Der Helmut ist auch da. Lass mich gehen! Du bist ein Frühaufsteher mit Karacho in den Tag, hey man. Ich war in letzter Zeit ziemlich oft in der Großstadt. Ach, keine Ahnung, ob es funktioniert, aber jedes Mal bekomme ich meine Zukunft vorausgesagt, ja. Diese Hellseherin ist früher in einem Zelt von Stadt zu Stadt gezogen, ja. Sie muss eine Menge Sternis gescheffelt haben, um so einen Laden zu öffnen, hey man. Ich hoffe, sie hat dir mal prophezeit, dass du ausziehen wirst, weil das ist im Endeffekt das, worauf ich warte. Den Song hier können wir noch mitnehmen. Ah, ich war gestern Abend, wie gesagt, noch bei KK. Ich habe das aber nicht aufgenommen, also ich kann es euch auch gar nicht reinschneiden. Deswegen habe ich so Songs genommen, die ich jetzt auch eh nicht so unbedingt onscreen haben wollte. KK Tango war zum Beispiel dabei, KK Walzer und noch irgendwas. Also Sachen, die ich jetzt selber nicht so besonders geil finde. Aber trifft sich eigentlich ganz gut, weil mit Komori habe ich den Song nicht abgelegt draußen. Das heißt, das könnten wir dann direkt nachholen. Vielleicht sollten wir das also gleich mal tun. So, ist er überhaupt noch eingequetscht da unten? Das schon, aber es scheint halt nichts zu bringen. Muss mal ein bisschen mehr reinquetschen hier. Gibt's da nicht.
Muss ich ein bisschen mehr bewegen, Kollege, sonst geht das nicht. Ja, so wird das nichts. Jetzt steht er zu weit oben. Dude, du sollst... Nein! Verdammt. Das ist halt auch das Doofe. Mit der Schaufel, das ist eins der einzigen Items. Nein. Mit der man tatsächlich nicht... Kollege, wirst du wohl. Mit der man tatsächlich nicht mit der Motion-Steuerung arbeiten kann. Mit den meisten anderen kann man das. Das Problem bei Bewohnern ist natürlich auch, wenn man die jetzt hier so ein bisschen rumschubst, dann werden die irgendwann traurig oder sauer. Das will ich ja auch nicht. Wenn ich doch nur wüsste, wie das nochmal genau war. Ihr seht ja, der geht ein bisschen zurück. Er muss jetzt eigentlich sich ein bisschen oben nach oben und unten bewegen. Naja. Gut, dann nicht. Ja. Wäre halt so geil, wenn man hier wenigstens so einen lokalen Multiplayer hätte, dass man das dann mal machen könnte, weil das ist einfach so cool. Und da ist ein Hüpfding. Ich brauche noch einen Grashüpfer, aber es ist wahrscheinlich eine Heuschrecke. Ja. Aber ich will die Chance ja nicht entgehen lassen, so, mir entgehen lassen. Deswegen nehme ich es lieber mal mit. Weil die Chance besteht, dass es tatsächlich doch ein Grashüpfer sein könnte. Sonst, wie gesagt, noch ein V-Falter fehlt mir noch tagsüber und sonst fehlt mir, glaube ich, zumindest nicht mehr viel tagsüber. Müsste ich gleich mal reinschauen. 24.000 Sterne ist für die Tasche. Das ist absolut schön. Ich öffne gerade schon mal hier. Ja. Ein Mixer, schön. Brauche ich nicht. Ein Arcade-Automat. Toll. Raus hier. Brauche ich nicht. Schwachsinn. Ah ja gut, nee, Blödsinn. Ich sollte auch besser in meiner analogen Liste nachgucken hier. Yeah. Schön klassisch auf Papier. Genau. So, da fehlt mir jetzt noch der Grashüpfer. Wahrscheinlich aber eher erst Richtung Herbst. Die Blattschrecke würde noch fehlen. Habe ich auch ewig nicht gesehen. Und sonst eine Stabschrecke fehlt noch. Die ist auch tagsüber zu fangen von Juli bis November. Habe ich aber auch noch gar nicht gesehen. Also das ist so eine Sache, da muss man auch wieder Glück haben. Also ich glaube so wirklich, on purpose kann man da jetzt nicht mehr wirklich was fangen. Gerade. Da gibt es halt einfach... Also es ist zwar saisonal gerade schon verfügbar so und so, aber da gibt es bessere Zeiten, das zu fangen. Tja, ja, okay. Eine Goldmakrele können wir noch versuchen zu fangen, fischtechnisch dann halt, aber... Ja, ich weiß ja nicht. Das ist sowas, da stoße ich vielleicht dann offscreen drauf und das ist es dann. Aber na gut. So easy ist. Dann würde ich sagen, werde ich jetzt noch kurz eine Axt reinschmeißen. Das mit den Blumen kann ich dann alle selber wieder machen. Dazu wird es dann höchstwahrscheinlich also kein Material geben. Und ich denke, wir werden dann irgendwann nochmal durch die Stadt laufen. Also ich werde dann wahrscheinlich, vielleicht werde ich noch was gefangen haben in der Zeit, dann werden wir noch ein bisschen durch die Stadt laufen. Und uns angucken, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Ansonsten wird es wahrscheinlich in der nächsten Zeit nicht mehr so viel Onscreen geben, weil es sich einfach gerade nicht lohnt. Weil es gerade nichts Spannendes gibt und passiert. Also, dass ich das unbedingt reinschneiden müsste, euch zeigen müsste. Also vielleicht wird es halt wirklich wieder so eine kleine, ey, ich spiele jetzt eine Woche und zeige euch dann das ganze Interessante. Mal schauen. Würde aber implizieren, dass ich das Ganze auf jeden Fall per se aufnehmen muss. Also nur das Material, jetzt nicht meine Stimme und so dazu, aber mal schauen. So, ja, du siehst ganz besonders aus. Wimpern, okay. Ich möchte eine Goldaxt haben, aber die gibst du mir eh nicht. Ah, fuck. Verdammt. Ah, scheiße. Ich weiß nicht, ob es was gebracht hätte, wenn wir gesagt hätten, na klar, da kommt wahrscheinlich, bist du überheblich. Wenn ich sage nein, kommt so, ja, genau, das ist die richtige Antwort. Und wenn ich sage, wenn ich das untere vielleicht nehme, dann kommt auch wieder so, vage Antwort, na der Bäh. Also ob man da überhaupt gewinnen kann, das frage ich mich ja jedes Mal. Ja.
Die ist einfach, nee. Schwierig. Ein schwieriger Charakter. Ja gut, dann würde ich aber mal sagen, können wir gerade mal wechseln zum Komori und zum Julian gehen und ihn wegen Innenausstattung ansprechen. Dann kriegen wir schön ein Item für ihn, ein Item für mich und wir können den Song ablegen. Und wir hören mal wieder in-game so minimal zumindest diese schöne Melodie vom Titlescreen. Was wir natürlich machen könnten, um das Ganze spannend zu halten, wäre die vierte Person. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da, wie ich den nennen soll, ob das ein Junge oder ein Mädchen wäre. Ich, ja, aber ich weiß es nicht. Deswegen spare ich mir das auch noch und ja, wow, was kann man damit wieder Spannendes machen? Man könnte nochmal diese tolle Luke-Story durchspielen hier, ne? Also so, ey, ich habe einen Job für dich, arbeite für mich, aber wow. So ein alter Ego-Gedöns brauche ich jetzt auch nicht. Ja, also eigentlich ist halt nur, wenn ich dann irgendwann mal wirklich meine Häuser so weit eingerichtet habe, dass ich sage, okay, ich hätte jetzt gerne noch ein viertes. Aber das dauert. Das dauert noch. Ich habe ja mein eigenes nicht mal so, dass ich sage, gar, das ist richtig geil. Also die obere Etage ist halt so ein bisschen mehr. Ich mag die Items zwar, aber die werde ich auch nochmal irgendwann umkrempeln müssen. Und wenn ich das getan habe, geht's dann zum Komori. Mit dem ist ja das Haus auch noch nicht komplett abbezahlt. Und dann könnte ich mir vielleicht einen dritten Charakter noch zulegen für mich selber, was mir Palek wird. Mal schauen. Wäre jetzt so eine Idee. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo der sich jetzt verkrochen hat. Ich gehe jetzt schon mal ganz bewusst hier. Ah, hier. Hier ist er. In Richtung sein Haus. Falls er da wäre. Wow, okay, Botter. Ha, wie geht's? Wie steht's so? Hey. Also irgendwie wirkst du erwachsener oder so. Ich schätze, in 2 Monaten kann man sich ganz schön verändern. Ich frage mich, ob ich auch älter aussehe. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder schämen soll. Du siehst auf jeden Fall komisch aus. Du siehst aus, als würdest du gerade gärtnern oder so. Ah, richtig. Hast du meine Nachricht von Niklas bekommen? Hey, man. Yo. Innenausstattung. Ich sehe. Ja, genau. Genau das. Wie konnte ich vergessen, dass ich über Innenausstattung reden wollte? Also, gut, hier, sonst müssten wir jetzt hier stehen. Gut, dass er es übergeben hat. Ich will dir was geben, und zwar hier, eine Hürde. Danke. Du bist ein wahrer Freund, du stellst mir Hürden in den Weg. Toll, super, genau das erwarte ich von Freunden. Na, ich hätte mich irgendwie daran erinnert, dass Niklas dir meine Nachricht nicht... Naja, wie auch immer. Sag ihm bitte, dass ich dankbar bin. Geil. Weißt du, als Dank dafür, dass er einen 2 Monate lang nicht gesehen hat, stellt er einem jetzt noch eine Hürde in den Weg. Die Hürde unserer Freundschaft, die ich überwinden muss. Damit wir wieder Freunde werden. Oder irgendwie sowas. Das ist aber kein V-Falter, oder? Ich hoffe, das ist ein Vogelflügler. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich bin mir aber auch gar nicht sicher, ob ich überhaupt einen Kescher habe. Alter, das könnte ein V-Falter sein. Ich raste aus. Ich glaube, das ist ein V-Falter. Ah, sehr belastend. Ich guck mal gerade meinen Briefen. Vielleicht habe ich ja doch irgendwie so einen Kescher. Ne? Hauptsache, ich habe dann so gesagt, ja, ich brauche ja meinen alten nicht mehr. Den schmeiße ich weg. Ich habe jetzt eine Goldkarte. Cool. Das war ja genauso mein Gedanke, so, ja, vielleicht kann ich ihn ja einfach einem anderen Charakter hier geben. Hab mir dann aber so gedacht, ja, nö. Nein, du wirst hier bleiben. Nein, geh nicht. Moment, ernsthaft? Wow, ich hätte nie gedacht, dass du versuchen würdest, mich umzustellen, aber es ist zu spät. Hallo? Was soll das denn jetzt? Mischka hat mir doch gestern gesagt, von wegen, ja, dann bleibe ich wohl. Was soll der Schmarrn denn jetzt? Hallo? Hallo? Was soll das? Ach, guck mal, wir haben jetzt Kakerlaken im Haus. Eine. Haben wir das auch mal wieder gesehen? Wenn wir das überhaupt schon mal gesehen haben, ich bin mir unsicher. Das Praktische ist ja auch, dass wir noch nie beim Friseur waren. Ich stelle die einfach mal auf aus Nostalgiegründen. Ja, wir waren halt noch nie beim Friseur, haben noch unsere Ursprungsfrisur, das heißt, wir können noch gar keine verwuschelten Haare haben, wenn wir länger nicht gespielt haben. Ich glaube, das ist so, oder? Weiß nicht. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, ob ich gerade gegähnt habe, als ich rausgekommen bin, weil das ist ja ein Indiz dafür, dass ich lange nicht gespielt habe. Keine Ahnung. Ich glaube, es ging da jetzt auch eher darum, dass ich lange nicht mit Julian geredet habe, weshalb er gesagt hat, 2 Monate. Und nicht darum, dass ich halt 2 Monate nicht mit ihm drin war. Ja, macht doch keinen Sinn, ich war ja auch gestern mit Komori drin. Ich Pfosten. Gut. Dann sammeln wir den Song ein. Also, ja, ich muss jetzt irgendwo erstmal die Blumen entladen, weil sonst habe ich keinen Platz. Sammeln wir den Song ein, gehen dann zu Julian, nehmen irgendwas entgegen, verkaufen das wahrscheinlich direkt. Und dann wäre es eigentlich für heute schon wieder.
Ich würde dann auf jeden Fall nochmal nachschauen, wie das mit dem Windmühlenglitch aussieht. Und euch dann nochmal sagen, wie das war. So. Schön. Das Hornpfeilchen werde ich auf jeden Fall bald wieder entführen. Vielleicht werde ich auch das hier mal ein bisschen aufgeben. Ich weiß es nicht. Ich finde es zwar an sich ganz schön, aber... ja, farblich könnte man das vielleicht auch anders gestalten. So ist es nicht. So, bist du immer noch hier unten? Hm, wahrscheinlich nicht, ne? Der Turtle wird aber irgendwo da unten sein. Ziemlich sicher. Zu Hause ist er schon mal nicht. Das heißt, ich darf ihn jetzt erstmal wieder durch die ganze Stadt jagen. Toll. Freue ich mich. Ich habe ja nichts Besseres zu tun gerade. Boah, ich bin echt getriggert, wenn das jetzt gerade wirklich ein V-Falter war, ne? Muss ich ja so sagen. Ja gut, mit Komori hätte ich natürlich auch mal gerade die Windmühle anschauen können, aber ja, was gibt mir das gar nichts. Sowohl Windmühle als auch Leuchtturm sind übrigens nur Dekor. Okay. Sorry. Ja. Yeah. Nicht so random und nicht so laut, ja? Du hast die Hasen erschreckt. Das ist, glaube ich, ein Seebarsch. Ich würde ihn gerne mal fangen, einfach nur so. Um sicher zu sein, dass es ein Seebarsch ist. Hm, ja. Auf jeden Fall habe ich euch das ja schon oft erzählt und werde es euch vielleicht auch irgendwann mal zeigen. Dann halt nicht. Scheiße. Wenn ich die GameCube-Variante nochmal weiterspielen sollte. Dass man da eben in den Leuchtturm reingehen kann. Hier kann man halt wirklich mit beiden Objekten überhaupt nichts machen. Sie geben einem halt nur tolle Effekte, dass seltenere Fische oder seltenere Insekten kommen. Und ich betone nochmal, seltener, nicht mehr. So. Ja. Dann laufe ich halt jetzt weiter blöd durch die Stadt, suche Julian und suche vielleicht währenddessen noch einen Vogel, einen V-Falter. Manno. Das ist wirklich nicht schön. Warum kann der nicht einfach mal an einem Ort bleiben? Wie spät ist es eigentlich gerade? Okay, Sigrid müsste auch noch hier rumlaufen. Die habe ich auch gar nicht gesehen. Ach ja, Mischka, zu dir muss ich auch noch. Was? Nein, 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 ich will mit dir reden. Bienvenido, Senor. Sag mal, kann es sein, dass ich Leute immer gleich begrüße? Digga, der ist noch gar nicht so alt. Leck mich! Wow, hast du das gehört? Klang das gut? Ja. Leck mich! Aha, ja, das verstehst du in so einer erwachsenen Begrüßung, ja? Auf jeden Fall. So. Und was hatte das jetzt auf sich? Was hast du Komori erzählt, hä? Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich Leck mich am Erwachsenen betone. Eine lange Reihe von Experimenten steht bevor, belasten. Ich komme auf dich zurück, Mischka. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du mir gesagt hast von wegen so, ja, dann überziehe ich wohl doch nicht weg. Also sehr überzeugend. Und Komori erzählt halt jetzt das komplette Gegenteil. Das finde ich nicht gut. Vielleicht hätte ich sie ignorieren sollen als Komori. Ich weiß es nicht. Mann. Und wo ist diese Kackkatze jetzt schon wieder? Es geht mir auf den Sack. Das kann doch gar nicht sein. Bin ich nicht jetzt durch die ganze Stadt gelaufen? Ich komme hier gerade insgesamt ein bisschen verarscht vor. Ich habe hier irgendwas... ach. Ja, da steht er einfach am See, am Dings darum, Fluss. Ich habe lange nachgedacht, wie ich mich dafür bedanken soll. Und ja, ich habe dir das hier gekauft. Eine Mülltonne. Ja, der ist ein toller Freund. Verschenkt Hürden und Mülltonnen. Danke. Und sowas wollte ich beides schon immer mal in meinem Zimmer stehen haben. Das ist ein echter Beweis der Freundschaft. Naja. Vielleicht ist das die Revanche dafür, dass ich ihn so gleichgültig synchronisiere. Das mag sein. Oh, toll, eine Heuschrecke. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gucke ich das jetzt mal ganz fix nach, wie das jetzt genau aussieht. Ach ja, Mischka. Was, für dieses kein Spazierengehen, bla bla bla, belasten, ich war nur euch auf der Bruder. Bruder. Du sollst mit mir über deinen potenziellen Auszug reden, das kann doch alles nicht wahr sein hier. Ich gehe gleich nochmal mit Komori rein, wenn sein muss. Ich finde das ja nicht in Ordnung. Also absolut nicht. Ja, komm, die Fackel nehmen wir mit. Können wir Gold zu Geld machen. Ja. Ich spreche jetzt nochmal kurz an. Wenn sie überhaupt nicht darauf eingeht, dann werde ich jetzt erstmal, wie gesagt, das mit der Windmühle klären.
Vielleicht klappt es auch einfach nur mit Turtle nicht. Sie sagt mir nichts Spannendes. Aha, sie will genauso werden wie Peggy, also das verstehe ich ja nicht so ganz. Aber ihre Entscheidung. Gut, bis gleich. Ja, nice. Ich habe mal wieder nicht realisiert, dass die Leertaste, mal wieder die Aufnahme abgebrochen hat. Top. Ja, zum Rest dieser Aufnahme. Ich habe jetzt halt noch versucht, den Turtle auch zu schubsen. Das hat aber nicht geklappt. Ich glaube, es geht offline einfach nicht. Und ja, damit belasse ich es auch dabei. Ihr könnt auf jeden Fall mal googeln, wenn ihr Interesse habt, das zu sehen, wie das aussieht mit dem Glitch. Und ja, insofern will ich einfach mal sagen, sehen wir uns wieder in einem neuen Part, wenn ihr auch Lust habt. Bis dahin. Tschüss.